Herzlich willkommen beim IAA 2017 Stand von Honda, freundlich präsentiert von unserem Lieblingspartner Autohaus Mühlbauer in Bad Kötzting. Dank denen wir hier überhaupt auf der IAA sind, und das ist doch mal ein Imageträger, ein richtig knackiger, sportlicher Sportwagen, der Elektromobilität mit Verbrennungsmotoren verbindet. 580 PS hat der, 80 davon durch Elektromotoren und 500 eben durch normale Verbrennungsmotoren. Laut Angaben verbraucht er ungefähr 10,8 Liter, aber ich glaube, der macht definitiv Spaß. The Power of Dreams. Ja, träumen würde ich für dieses Powergerät schon. Das schauen wir uns mal genauer an. Aber Honda hat auf der IAA 2017 nicht nur das zu bieten, sondern eben auch die Zukunft der E-Mobilität mit und von Honda. Der Honda Clarity. Leider gibt es den nicht in Deutschland. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Denn dieses Auto ist die perfekte Umsetzung zwischen Fortbewegung der aktuellen Zeit und E-Mobilität für die Zukunft. Denn der braucht kein Benzin, um den Akku zu laden, wie alle Hybride. Der braucht Wasserstoff. Und was kommt aus dem Auto raus? Kein CO2, da kommt Wasser raus. Und wenn ich mit Wasserstoff die Batterie laden kann, dann bin ich ja eigentlich gleich doppelt öko. Wieso gibt es den in Deutschland nicht, obwohl er eigentlich schon mehrmals weiterentwickelt worden ist? Weil wir hier keine Tankstellen dafür haben. Viel zu wenig. Laut Honda bräuchte man mindestens um die 60 circa, damit ich genügend Wasserstofftankstellen habe. Er kommt ungefähr 600 Kilometer weit. Aber ganz ehrlich, wir verpennen hier die Zukunft. Wasserstoff ist überall. Überall ist, ich kann Wasserstoff sehr leicht rausnehmen, und ich meine, es funktioniert. Es funktioniert in Seattle schon seit Jahren. Honda ist hier wirklich visionär. Aber bei uns nichts. Von vorne sieht er übrigens ähnlich aus wie der Honda Civic, den wir bereits getestet haben. Guckt mal da in die Beschreibung runter. Dort seht ihr die ausführlichen Tests zum Vorgänger Honda Civic, zum Vorgänger Honda Civic Type R und zum aktuellen Honda Civic, der übrigens da drüben steht. Es gibt noch weitere Neuheiten hier von Honda, und das ist der CRV-Prototyp. Wir sehen von vorne mittlerweile die Honda-typische neue Front. Es sieht ziemlich bullig aus, obwohl es ein Kompakt-SUV ist. Aber die meisten Veränderungen sehen wir hinten. Reinsehen können wir nicht, denn es ist ja noch ein Prototyp, und wann der kommt, weiß irgendwie auch noch so keiner. Aber ich glaube, dass der schon ziemlich seriennah ist, und wenn dann einmal das Interieur fertig designt worden ist, dann können wir über den Release-Datum sprechen. Aber das gibt uns schon mal einen Ausblick über das kommende SUV von Honda. Vielleicht für den einen oder anderen wie eine Neuinterpretation des Golf 1 rüberkommt, ist tatsächlich die E-Mobilitätsstudie der Zukunft von Honda. Es soll ein kleines Stadtauto sein und soll schon ein bisschen zukunftsweisend sein. Auch dieses Honda-Logo blau hinterlegt. So werden in Zukunft die ganzen E-Autos von Honda fahren. Also auch Honda hat sich festgelegt, sie möchten auf E-Mobilität setzen. In der Mitte sehen wir eine durchgezogene Bank, so wie wir das von alten amerikanischen Autos kennen. Es ist eine Mischung aus Retro und Modern. Sieht irgendwie aus wie von einem
futuristischen Computerspiel. Innen drinnen ein ganz langgezogenes Display, keine Außenspiegel, sondern Kameras. Was sie aus diesem Konzept machen, tja, das weiß wahrscheinlich nur die Ingenieursabteilung von Honda selber. Lustig sind sie auf jeden Fall drauf, denn hinten können in diesen Displays zwischen den Rückleuchten auch Smileys angezeigt werden. Naja, mal gucken, was aus dem Honda Urban e.V. Konzept so alles wird. Von Honda, und das ist es, das Honda Jazz Facelift. Hier in der Ausstattungsvariante Dynamic, und der hat 130 PS. Neu ist auch wieder dieses neue Honda-Gesicht von vorne. Wie teuer das der wird, werden wir erst im Laufe des Jahres herausfinden. Auch dort gibt es noch keine Informationen, aber der wird genauso auch beim Händler stehen. Natürlich nur beim Autohaus Mühlbauer für euch, ganz klar. Damit beenden wir das Video über Honda auf der IAA 2017 auch wieder mit dem NSX. Hier in der GT3-Version komplett aus Carbon, noch schneller, noch aggressiver, ein noch größerer Spoiler, da kennt sich ja Honda ja wirklich aus. Und wir sehen uns bei einem Autocheck, denn schaut mal in der Beschreibung nach, ich habe es ja bereits erwähnt. Und wenn ihr Fragen zu Honda allgemein habt, dann rührt euch bei unserem Partner Autohaus Mühlbauer in Bad Kötzting, die kennen sich da wirklich aus.